7 Millionen Liter. Bierrekord auf dem Oktoberfest. Da lacht das Wiesenwirteherz. Es gab zwar in diesem Jahr weniger Besucher, dafür süffelten die aber mehr Bier und langten kräftig bei den Speisen zu. Nach Schätzung der Festleitung kamen rund 6,7 Millionen Gäste zum Oktoberfest nach München. 2023 waren es 7,2 Millionen Besucher, aber es wurde auch 2 Tage länger gefeiert. Dafür wurde dieses Jahr kräftiger gezecht, obwohl der Maßpreis in einigen Zelten 15 Euro erreicht hat. 7 Millionen Maß Bier wurden ausgeschenkt, Vorjahr nur 6,5 Millionen. Bei den Speisen errechneten die Gastronomen ein Plus von rund 9%. Lieblingsessen: Brathendl. Erfreulich: Trotz erhöhten Bierkonsums sank die Zahl der Straftaten. Es war eine friedliche Wiesn. Und es war eine sichere Wiesn, so die Polizei. Die Zahl der Straftaten sank um rund 25%. Nicht zuletzt dank Polizeipräsenz und Videoüberwachung. Und die Wiesn-Sanitätswache musste weniger Patienten behandeln. Auch die Versuche, eine Erinnerungsmaß mitzunehmen, waren rückläufig. Den Gästen wurden an den Ausgängen in diesem Jahr nur 98.000 Bierkrüge abgenommen. 2023 hatten die Ordner noch 115.600 Bierkrüge sichergestellt. Erstaunliches kommt jedes Jahr im Wiesenfundbüro auf den Tisch. Dort landeten diesmal 3.500 Fundstücke, darunter 16 Lederhosen und diverse Damenschuppüre. Die Anträgerinnen so mutmaß die Festleitung, könnten auf die an Souvenirständen erhältlichen Badeschlippen umgestiegen sein. Was die Herren untenrum hoffentlich noch trugen, konnte nicht aufgeklärt werden. Außerdem wurden 5 Eheringe abgegeben, immerhin 3 wurden wieder abgeholt. Zahlreiche Gäste kamen aus dem Ausland, vor allem aus den USA und Italien, aber auch aus Großbritannien, Österreich, Polen, Frankreich, der Schweiz, Spanien, den Niederlanden und erstmals vermehrt aus Indien. Oktoberfestbilanz: 6,7 Millionen Besucher auf der Wiesn. Nach 16 Tagen Feiern auf der Münchner Theresienwiese endet heute das 189. Oktoberfest. Zum Abschluss haben die Verantwortlichen Bilanz gezogen. Keine Rekorde, aber friedlich und entspannt, so ist das größte Volksfest der Welt heuer verlaufen. Beim Münchner Oktoberfest wurde dieses Jahr kein neues Rekordergebnis erzielt. 6,7 Millionen Besucher und Besucherinnen werden nach Angaben der Festleitung am Ende dagewesen sein. In der ersten Halbzeit waren laut Festleitung 3,6 Millionen Besucher da und die Wiesn war damit auf Rekordkurs. Im vergangenen Jahr waren es 7,2 Millionen Besucher gewesen. 2023 dauerte das Oktoberfest allerdings auch 2 Tage länger als üblich. Zuvor war die 7-Millionen-Marke bereits in den Jahren 1984 und 1985 geknackt worden. Auf der Uiten Wiesn waren heuer 430.000 Besucher. Wiesn-Chef: Friedliches und entspanntes Oktoberfest. Es sei ein sehr friedliches und entspanntes Oktoberfest gewesen, resümiert Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner, CSU. Das infolge des Anschlags von Solingen verschärfte Sicherheitskonzept habe exzellent funktioniert. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verwies auf die verstärkten Zugangskontrollen, die ausgeweitete Videoüberwachung und die hohe Präsenz an Sicherheitskräften. Der Spagat zwischen hohem Sicherheitsniveau und ausgelassenem Feiern ist hervorragend gelungen, sagte der CSU-Politiker. Münchner Polizei verzeichnet weniger Straftaten. Laut Münchner Polizei gab es zwar mehr Einsätze, 1764, als in den vergangenen Jahren, aber dafür weniger Straftaten. Insgesamt ist es zu 706 Delikten auf dem Oktoberfest gekommen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von rund 24%. Zu den meisten Fällen zählen Körperverletzungen. Weniger medizinische Einsätze als im Vorjahr. Die Eicher Ambulanz,
die auf dem Oktoberfest für alle medizinischen Angelegenheiten zuständig ist, verzeichnete so wenig Fälle wie zuletzt 2018. Insgesamt wurden heuer 5.346 Menschen medizinisch versorgt, das ist ein Rückgang von rund 29%, 2023 7.620. In einem Drittel der Fälle ging es um Intoxikationen, meist durch Alkohol. Der höchste gemessene Alkoholwert lag bei 3,78 Promille. Am vorletzten Wiesentag ist es zu einem Todesfall gekommen. Ein 50-jähriger Tourist aus Italien ist im Weinzelt aus dem Stand aus unersichtlichem Grunde zusammengebrochen und im Anschluss in einer Münchner Klinik gestorben. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Gäste waren konsumfreudig. Mehr Speisen wurden gekauft. Das Wetter war diesmal, besonders in der zweiten Hälfte, recht durchwachsen. Die Zelte waren trotzdem meist voll und die Gäste seien auch konsumfreudig gewesen, sagt Wirtesprecher Peter Inselkömer. Sie tranken 7 Millionen Liter Bier. Es wurden 9% mehr Speisen verkauft. Renner war erneut das klassische Händel. Trotz fröhlicher Feierei hat es dieses Jahr laut Wiesenchef Baumgärtner kein Lied auf Platz 1 geschafft. Es gab keinen Wiesenhit 2024. Im Fundbüro sind vor allem Geldbeutel, Bankkarten und Damenschuhe abgegeben worden. Zu den kuriosen Fundstücken gehören Lederhosenträger, Eheringe und Knirschschönen. So werden die Wiesenbesucherzählen ermittelt. Die Festleitung kann freilich nicht jeden Gast einzeln registrieren. Die Zählung der Besucherscharen ist komplex. Es fließen Hochrechnungen und ein Teil der Aufgabe besteht in tatsächlichem Zählen ein. Je nach Dichte des Besucherstromes und der Belegung der Zelte wendet das Wirtschaftsreferat zur Ermittlung der täglichen Besucherzahl einen Belegungsfaktor von 1 bis 3 an. Dieser Faktor wird geschätzt und beruht auf der Erfahrung der Experten. Zur Überprüfung der Schätzwerte werden weitere Parameter einbezogen, etwa die Menge des konsumierten Bieres und der Verbrauch von Strom, Gas und Wasser. Als ein Indikator für den Anteil der ausländischen Besucher dient unter anderem der Geschäftsverlauf an den Souvenirständen. Zudem kann die Festleitung auf anonymisierte Mobilfunkdaten zugreifen, woraus sich ein recht genaues Bild ergibt. Oktoberfest dauert noch bis Mitternacht. Der Endspurt beim Oktoberfest wurde mit dem traditionellen Böllerschößen am Sonntagmittag eingeleitet. Kurz vor Mitternacht ist das Oktoberfest 2024 dann Geschichte.